Okay, gut. Ich weiß nicht, was das soll. 99 Minuten, 59 Sekunden. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTOM mal wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online und heute mal wieder mit euren Leveln und wir spielen heute das Level von The LOL Boss. Okay, King Boo's Ultimate Ghost House. Dann schauen wir mal, was da abgeht und... Okay. Ja, knapp 10 Minuten hat die eine gebraucht. Oder der eine, ich weiß es nicht. Dann schauen wir mal und... Mein Level ist eine Mischung aus Rätsel, schwierigem Gameplay und ein paar netten Ideen von mir. Okay, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ja, da muss ich jetzt hier so ein bisschen drauf achten, wo ich überall entlang gehe. Okay, auf jeden Fall gibt es etwas anzukündigen. Nämlich eine neue Nintendo Direct. Eine Nintendo Smash Ultimate Direct. Und zwar am 1.11. ab 15 Uhr. Ist die Direct und die geht 40 Minuten lang. Ich werde wahrscheinlich vorher auch schon wieder so ein bisschen streamen. Ich weiß noch nicht was, das werde ich mir noch überlegen. Und das wird auf jeden Fall cool. 40 Minuten Smash Ultimate. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass so viel noch zu Smash Ultimate gezeigt wird. Okay, aber wir haben ja prinzipiell noch diesen geheimen Modus, der sehr wahrscheinlich der Story-Modus ist. Und dann wahrscheinlich noch diverse Charaktere. Mal gucken. Es gab ja da Leaks bezüglich diversen Charakteren. Und ich glaube, das waren so 8 Stück oder so. Und mal gucken, ob das so ein bisschen stimmt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Aber mal gucken. Wir werden das ja dann sehen, wenn die Direct ist. 40 Minuten. Ach, du heilige Scheiße. Und, wow. Und mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da so alles angekündigt wird. Vielleicht noch irgendwas anderes Geheimes. Neue Stages oder so, ne? Kann man ja durchaus einiges machen. Ne, Charaktere natürlich. Und ja, vielleicht decken sie jetzt mal auf, was so alles online möglich ist. Das wäre doch ziemlich nice. Oh mein Gott. Ja, vor kurzem gab es ja die Info, dass bis zu 32 Spieler online spielen können. Gleichzeitig. Und ja, das spricht ja eigentlich für den Turniermodus. Ja, müsste eigentlich der Turniermodus sein. Was anderes würde nicht so viel Sinn ergeben, finde ich. Außer vielleicht so ein Smash Bros. Ultimate Battle Royale. Keine Ahnung. Nein, das wird es nicht geben. Lustig wäre es aber irgendwie. Aber ich denke, das wird der Turniermodus sein. Ne, 32 Teilnehmer, das passt ja auch gut. Die kann man dann gut gegeneinander antreten lassen. Theoretisch sogar in Vierergrüppchen. Das geht alles. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss aufpassen. So, ihr könnt mir gerne auch schreiben, was ihr von der Direct erwartet. Und ich will eigentlich den Helm behalten und scheiße. Das war nicht gut. Ich hoffe, ich brauche ihn nicht mehr. Und, ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und, ja, wahrscheinlich wird der Stream bei mir schon so 13.30 Uhr, 14 Uhr losgehen. Und ab 15 Uhr dann die Direct am 1.11. Das wird cool. Und ja, ich bin gespannt, was es da so geben wird. Nach der Smash Direct soll angeblich noch eine Pokémon Let's Go, so ein Treehouse kommen. Okay. Mal gucken, was auch da angekündigt wird. Oder ob da überhaupt was angekündigt wird. Aber ich denke mal, da werden wir ein bisschen Gameplay sehen. Ich denke, das werde ich auch streamen. Kann man ja mal machen. Und diese Knochendocken, der nervt. Aber natürlich wird der 1. November voll gepflückt mit Smash Ultimate sein. Jawohl, ich hoffe, ich bin bis dahin auch wieder fit. Denn ich bin, naja, keine Ahnung. Mir geht's irgendwie seit ein paar Tagen nicht gut. Ich fühle mich immer gesättigt, obwohl ich gar nichts gegessen habe. Das ist voll das komische Gefühl. Yoshi, hi. Willkommen. Aber, ja, ich lag auch ziemlich lange im Bett, weil mir ging es halt ultra schlecht. Beziehungsweise mir ging es nicht schlecht, sondern ich hatte so ein, weiß nicht, so ein, die ganze Zeit so ein gesättigtes Gefühl im Magen, obwohl ich nichts gegessen habe. Und, boah, ich musste dann auch immer schwerer atmen und, oi. Das war heftig. Aber ich hoffe, das ist jetzt halt demnächst vorbei, weil ich mich jetzt heute Abend wahrscheinlich nicht mehr traue, irgendwas zu essen. Obwohl das quasi mein Frühstück wäre. Oh Gott, aber egal. Egal, das kriege ich schon irgendwie hin. Das kriegen wir hin. Und ich denke, aber morgen wird das hoffentlich wieder weg sein. Keine Ahnung, was ich mir da eingefangen habe. Aber egal. Viel Schlaf und viel Ruhe hilft ja bei solchen Sachen immer ganz gut.
Und wir haben einen Checkpoint erreicht. Jawohl, sehr gut. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Okay, vielleicht brauchen wir den Panzer. Das ist das Einzige, was wir hier mitnehmen können. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ich denke mal, hier kriegen wir jetzt einen Powerblock, oder? Ja, den kriegen wir auch so einfach. Okay. Gut, den nehmen wir natürlich mit. Und ja, ansonsten, heute Abend werde ich wahrscheinlich so einen kleinen Halloween-Stream machen. Mal gucken, was ich da genau mache. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes sein. Aber mal schauen, mal schauen. Eigentlich hatte ich ja vor, auch ein Projekt zu starten, neues. Aber ja, das verzögert sich jetzt so ein bisschen. Aber egal. Und das war wieder so ein Trollraum. Oh mein Gott. Oh, ich hasse es, wenn Räume eingebaut werden, wo man nichts erreichen kann. Und wo man dann nochmal in einen anderen Raum zurückgehen muss. Um dann wieder den Powerblock zum Beispiel hier zu bekommen. So, hier geht's jetzt aber weiter, oder? Hier geht's weiter. Okay. Sehr gut. Vielleicht gab es ja auch vor irgendwo so ein Anzeichen, wo man weiterkommen konnte. Das kann ja auch immer sein, dass ich was übersehe, gerade wenn ich hier viel rede. Das unterschätzen leider auch einige Zuschauer immer, ne, wenn ich hier rede. Und gerade wenn es dann auch über Themen geht oder so, dann kann ich nicht auf alles achten. Und hier kommen wir rein, okay. Es läuft bisher ganz gut, aber es gibt noch 4 Red Coins. Die machen mir so ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, es kommt jetzt noch ein Red Coin Abschnitt. Vielleicht für den Boss. Mal gucken. So, hier kommen wir ganz chillig durch, denke ich. Ja, der Kamek, der nervt uns noch nicht. Der nervt uns gleich. Der nervt uns gleich. Ach Gott. So. Und ja. Ich könnte jetzt warten, bis der Effekt weggeht. Oder ich könnte es so machen. Okay, Kamek, du zerstörst das. Und das ist keine Reset-Röhre. Okay, das heißt, wenn man den Kamek trötet, aus Versehen, dann ist das hier quasi ein Softlock, beziehungsweise... Man kann sich allerdings umbringen. Okay, daran hat er gedacht. Das ist gut! Und Kamek, macht bitte noch unten irgendwas auf. Nee, ich muss hier hin. Kamek muss... Ja, genau. So, so. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh Gott. Oh, das reicht noch nicht, oder? Oder reicht das? Das reicht, das reicht, das reicht. Okay, gut, 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 gut. Aber wir kommen ganz gut durch. Okay. Und die Zeit, die geht jetzt so langsam aus. Oh Gott. Okay. Ja, wahrscheinlich werde ich noch einmal sterben. Vermutlich. Oh Gott. Okay. So, und hier weitere Boosts. Jetzt weiß ich halt nicht, wann ich da drauf gehen soll auf das Ding. Weil das Problem ist, das kann jetzt so getimed sein, dass ich auf jeden Fall sterbe. Hier ist, ja, das war sehr knapp. Ich glaube, wenn ich eine Sekunde später drauf gesprungen wäre, dann wäre ich auf jeden Fall tot gewesen. Ach Gott, okay. Aber es passt. So, ich komm eigentlich wirklich ganz gut durch. Auch wenn ich das nicht sagen sollte, weil... ja, ich weiß nicht. Oh Gott. Und, ja, natürlich noch eine andere Sache, die mir am Herzen liegt, sind die 3 Jahre auf Mario Maker Level. Die sind echt gut und ich finde es ein bisschen schade, dass die halt deutlich weniger angeschaut werden als die normalen Parts. Obwohl das halt wirklich sehr, sehr gute Level sind. Also hier nochmal so ein bisschen der Appell, schaut euch doch auch diese Level an. Ich weiß, okay, der Titel ist vielleicht nicht anspruchsvoll, weil es immer der Levelname ist. Aber Leute, Leute, die Level sind gut und die Parts sind auch gut. Und, ich finde es wirklich schade, dass die Parts halt so ein bisschen untergehen. Dass die halt nur so 50% angucken ungefähr. Das finde ich ein bisschen schade. Denn verdient haben die Level ihre Aufmerksamkeit schon. Und das hier ist der Bosskampf. Genau, also schaut ihr euch an. Die Parts sind auch teilweise nicht so lang. Also die kann man sich auch so mal gönnen. Und, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, kriege ich einen Pilz wieder? Genau, würde mich freuen. Und 4 Parts kommen noch. Und dann kommt die nächste Wave. Irgendwann. Oh Gott. So, aber vielleicht mache ich es auch so, dass ich es jetzt wieder abwechsel mit den, mit euren Leveln. Keine Ahnung, oder mit anderen Leveln. Mal schauen. Oh Gott. Das werden wir sehen, denn ich will eigentlich auch nochmal etwas besprechen, was mir ganz wichtig ist und... Wow, wow, wow. Ich brauche das, aber das machen wir dann im nächsten Part. Und der hat den Schlüssel. Okay, ich hoffe, es hat niemand sonst noch einen Schlüssel gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich mich beeilen muss oder nicht, aber den Stern, den gönne ich mir schon nochmal. Und hier ist das Ziel. Okay, cool. Das war ja ein echt cooles Geisterhaus. Und ich denke mal, dem davor, der es geschafft hat, den ging einfach die Zeit am Ende aus. Ja. Dann 500 Sekunden ist hier schon relativ wenig fürs erste Mal durchspielen. Okay, war mal ein cooles Geisterhaus. Und ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Genau, ein Level geht. Irgendein kurzes, genau. Bis gleich. Okay, und dann spielen wir noch das Level von Kater Tom.
Und was sehr auffällig ist, der Weltrekord. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, was das soll. 99 Minuten, 59 Sekunden. Das ist wohl das Maximum. Scheint aber ein Bug zu sein. Und es kam bei ihm schon mal vor. Okay, sehr komisch. Und auch der Name vom Weltrekordhalter ist auch sehr ein bisschen komisch. Aber mal gucken, ob, ja, ich das jetzt unterbieten kann. Bestimmt. Und mal schauen, was hier so abgeht. Okay, einen YouTube-Namen hat er nicht. Und, genau. Ja, es ist ein Caster mit Red Coins. Das ist die Beschreibung. Und da oben ist direkt auch eine Red Coin. Und die kriege ich auch direkt. Okay, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ja, ich habe diesen Fehler schon, ich glaube, tatsächlich schon zwei, dreimal gesehen. Mit dem Weltrekord. Und ich denke, ich kann den jetzt auch nicht unterbieten. Der wird wahrscheinlich da so bleiben. Oder ich werde den Platz einnehmen. Das wird jetzt sehr interessant. Und was muss ich hier machen? Da ist noch eine Red Coin. Oh Gott, die sind ja alle auf einem Haufen. Quasi. Nur die erste war ein bisschen versteckt. Okay. Gut, und der Spinny. Ja, komm. Auf den warten wir jetzt noch. Geh bitte raus. Und können wir das eigentlich töten? Ja. Aber das bringt jetzt eigentlich nichts. Nein. Okay, gut. Und ich denke, wir können relativ schnell ins Ziel rennen. Ja, Schlüssel haben wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir müssen aufpassen. So, ich gehe mal lieber hier hin. Da bin ich sicherer. So, ein Powerblock. Ja. Ja. Kann ich den greifen? Vielleicht, vielleicht. Okay. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Außer es kommt jetzt irgend so ein heftiger Bowser-Kampf, wo ich ganz gerne einen Powerblock hätte. Jawohl. So. Und sind wir schon im Ziel? Nee, noch nicht ganz. Okay, hier. Hier ist aber der Checkpoint. Und da wäre ich doch mit einem Turbojump drüber gekommen, oder? Also der Stern war keine Notwendigkeit. Der Schlüssel meine ich. Ach Gott. So. Ja, komm, komm. Das machen wir jetzt auch so. Das machen wir auch so, oder? Ja, das müsste eigentlich gehen. So, eins, zwei. Und ich muss aber hier den Triple Jump ansetzen, oder? Ja. Okay, aber das geht. So, eins, zwei, drei. Jawohl. Und dann gehen wir so ins Ziel. Und da wäre noch eine Schlüsseltür gewesen. Okay. Bowser hatte wohl noch hatte noch wohl irgendein Secret. Ja, das schaue ich mir noch schnell an. Bis gleich. Und jetzt interessiert mich natürlich, ob ich jetzt den Weltrekord habe. Ob ich den Glitch, den Bug gelöst habe oder nicht. Aber ich denke mal nicht. Oder ich stehe halt jetzt dran. Okay, Rekord ist da. Und mal gucken, ob der jetzt auch so angezeigt wird, der Rekord. Das wird jetzt sehr interessant. Aber ich schätze, bei mir steht jetzt auch 99 Minuten. Oder wird es jetzt richtig angezeigt? Ja, jetzt wird es richtig angezeigt. Okay, gut. Alles klar. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Ne? Das sind diese Mario Maker Glitches. Und wir sehen uns gleich nochmal vor der Schlüsseltür. So, den Bowser töten wir. Und dann schütteln wir das. Und dann kommen wir hier rein. Und mal schauen. Wahrscheinlich werden wir... Okay, ich dachte, wir werden zum Anfang geschmissen. Aber nein, hier gibt es einen Yoshi. Sehr gut. Und ja, das war's auch für diesen Part. Und ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Danke auch für Daumen hoch. Und ich freue mich dann schon auf die Smash Ultimate Direct 40 Minuten lang. Das wird heftig. Da wird jetzt hoffentlich dann auch alles revealed, was es zu revealen gibt. Und jo, ich hoffe, ihr seid dann am Start. Und heute Abend streame ich auch noch. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Euer Blöx2 und ciao.